Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verabschieden heute den letzten Teil unseres großen Düngepaketes, Wasserschutz zu gewährleisten. Das ist auch unser Anspruch als Union, auch wenn manchmal die Grünen das in Frage stellen. Ich weiß gar nicht, wie man sowas in Frage stellen kann. Aber wir wollen eben auch eine ausreichende Ernährung von Pflanzen sorgen. Und meine Damen und Herren, wir werden immer mit Dänemark verglichen. Die Dänen haben den Fehler gemacht. Die mussten plötzlich Qualitätsweizen aus Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten importieren, weil sie überzogene Düngeauflagen hatten und das in Dänemark nicht mehr anbauen können. Und solche Fehler, die wollen wir nicht machen. Und eure rot-grünen Länder wollten so etwas mit uns machen. Und das haben wir, so einen fachlichen Unsinn, den lassen wir natürlich nicht mit uns machen. Ich freue mich auch, dass unser Minister heute dabei ist. Ich hätte, Wilhelm, du hast Wilhelm Priesmeier angesprochen, wie breit dieses Thema auch im Umweltministerium verankert ist. Ich hätte mich also heute auch sehr gefreut, wenn die Umweltministerin Hendricks, mit der wir ja viel zusammengesessen haben, auch dabei heute Abend dabei gewesen wäre. Und lieber Kollege Friedrich Ostendorf, du hast von Biogas gesprochen. Biogas haben wir mit aufgenommen. Wir haben Biogas mit aufgenommen, da müsst ihr es richtig lesen. Und es sei mir auch eine Bemerkung gestattet. Und ich meine es nicht bösartig, aber ich will darauf hinweisen dürfen. Frau Künast hat in ihrer Amtszeit bei Biogas in Bezug auf die Landwirtschaft von den Ölscheichs von morgen gesprochen. Und Frau Künast hat durch einseitige Fehlsteuerungen im EEG dafür gesorgt, dass so hohe Investitionen in diesem Bereich getätigt sind. Also, wenn man im Glashaus sitzt, dann sollte man bedenken, wo man sitzt. Und, meine Damen und Herren, ich will darauf hinweisen, was wir im ganzen Paket machen. Wir haben die Düngemenge für jede einzelne Pflanzenart exakt festgelegt. Wir haben die Sperrzeiten, also die Ausbringungszeiten für Wirtschaftsdünger verlängert. Wir haben die Gewässerabstände ausgeweitet. Wir haben die Anforderungen an die Ausbringungstechnik erhöht, damit auch Emissionen reduziert. Verschärfte Vorgaben für Lagerkapazitäten. Die Landwirte müssen Geld in die Hand nehmen, mehr Lagerraum bauen. Ich habe schon darauf hingewiesen, die Gärsubstrate der Biogasanlagen mit aufgenommen. Wir haben den Bundesländern eine Ermächtigung gegeben, diese Regelungen noch weiter zu verschärfen. Und wir haben bei den Kontrollbehörden den Vollzug wesentlich verbessert. Und dann kommt bitte nicht daher und sagt, das ist alle nichts. Dann guckt euch das mal richtig an. Also wir haben ein umfassendes Paket geschnürt. Und ich will hier auch deutlich unterstreichen, dieses Paket wird für die Landwirtschaft eine riesengroße Kraftanstrengung bedeuten und nach sich ziehen. Und meine Damen und Herren, das wird den Strukturwandel noch einmal zusätzlich befeuern. Auch das muss man sich dabei immer wieder vor Augen führen. Bei der Stoffstrombilanz, das ist kein Geheimnis unter uns, dass ich das immer kritisch gesehen habe. Es ist eine Bruttoemissionsbewertung, darüber haben wir uns verständigt. Dazu stehe ich natürlich auch. Das bedeutet letztendlich, dass man alle gasförmige Emissionen, die also die Pflanzenwurzel nie erreichen, dass man diese mit einbezieht. Und auch hier sei mir ein Hinweis auf unseren Nachbarstaat Dänemark gestattet. Diese haben sowas gemacht. Diese haben es wieder zurückgeholt, weil es verwaltungsmäßig, und zwar bei den Behörden, nicht zu bewältigen waren, meine Damen und Herren. Aber unabhängig davon, lieber Kollege Wilhelm Priesmeier, wir haben das so verabschiedet. Wir starten jetzt eine Lernphase,
weil das Neuland ist, vollkommenes Neuland ist. Wir rechnen mit Werten, die wir heute noch nicht beurteilen und bewerten können. Deshalb ist auch die Befristung da. Und wir werden in etwa 3 Jahren sehen, was diese zusätzliche bürokratische Belastung dann bringt. Und meine Damen und Herren, deshalb war uns und mir auch persönlich so wichtig, dass wir doch diese sogenannte Anlage 4 ist es übrigens, haben, damit nämlich auch runtergerechnet werden, wie viel Nährstoffe denn tatsächlich bei der Pflanze ankommen. Und im Übrigen, meine Damen und Herren, wenn Sie sich mal mit den Kontrollbehörden unterhalten, die sagen, ohne dieses Runterrechnen, ohne den Bezug auf die Fläche, können wir das überhaupt nicht kontrollieren. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Also, meine Damen und Herren, uns ist ein guter Kompromiss, glaube ich, der hart sein wird für die Landwirte, aber ein guter Kompromiss gelungen im Sinne unseres Wassers. Und wir haben immer dabei darauf geachtet, dass unsere Landwirte ihre Pflanzen auch ausreichend ernähren können. Meine Damen und Herren, wie bei Wilhelm Priesmeier, ist dies auch für mich die allerletzte Rede hier im Deutschen Bundestag, weil ich bekanntermaßen den Bundestag verlassen werde. Ich möchte deshalb diese Gelegenheit auch nutzen, Dankeschön zu sagen für das viele Miteinander, teilweise auch die streitigen Auseinandersetzungen. Und Friedrich Ostendorf, wenn wir dann am Rande des Plenums beim Bier uns auch fachlich gut, konstruktiv unterhalten, dann ist das eigentlich das Schöne, dass wir bei allem Wettbewerb, bei allem Wettstreit um den richtigen Weg, vielleicht auch um die Fraktion oder Partei, dieses nicht vergessen. Das haben wir in unserem Ausschuss immer in besonderer Weise gepflegt. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit. Und bitte, meine Damen und Herren, anerkennen wir, was die Landwirtschaft, was die deutschen Landwirte für unsere Gesellschaft leisten, und instrumentalisieren wir die Landwirte nicht für Wahlkämpfe. Vielen Dank, alles Gute. Vielen Dank, Herr Kollege Holzenkamp. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihre 12 Jahre Engagement hier im Deutschen Bundestag für die Landwirtinnen und Landwirte. Und auch wir wünschen Ihnen alles Gute. Dankeschön. Wir kommen dann zur Beschlussempfehlung des Ausschusses.